Noch kreisen die Geier über Argentinien, so nennt die Staatschefin die US-Hedgefonds, die noch immer ihr Geld aus den Krisenzeiten zurückfordern. Sie wollten nicht nachgeben, als sich Argentinien nach der Staatspleite 2001 mit den meisten Gläubigern auf einen Schuldenschnitt einigte. Durch diesen Schuldenschnitt konnte die Wirtschaft wieder wachsen und sich erholen. Prozentual wurde die Schuldenlast geringer. Viel hat das Land schon zurückgezahlt, doch dann der Rückschlag. Weil Kirchner sich, trotz eines US-Gerichtsurteils, weigert, an die Hedgefonds zu zahlen, gilt das Land seit 2014 als pleite. Die Schuldenlast steigt wieder. Würde Argentinien diesen US-Geldgebern alles zurückzahlen, könnten auch andere Gläubiger darauf pochen, all ihr Geld wiederzubekommen. Und so leidet die Wirtschaft unter dem Pleitestatus. Ausländische Investoren bleiben aus Unsicherheit weg. Die Inflation schießt 2014 über 20%. Ein Ausweg? Unter Kirchners konfrontativer Politik nicht in Sicht. Das nutzen die Präsidentschaftskandidaten für den Wahlkampf. Argentinien will und kann bezahlen. Was passiert ist aber, dass man nach einer Möglichkeit suchen muss, die für das Land sozialverträglich ist und von der auch wir profitieren können. Es geht um knapp 2 Milliarden US-Dollar noch. Bei weiteren erfolgreichen Klagen könnten es 6 Milliarden werden. Das Thema für die Opposition. Wir hoffen weiterhin, dass die Regierung das Problem löst, noch bevor sie verschwindet. Ein Problem, das sie selbst geschaffen hat, weil sie die Schuldenverhandlungen nicht in den Griff kriegt. Auch deshalb sind die Aussichten für Argentiniens Wirtschaft schlecht. 2016 rechnet der Internationale Währungsfonds mit einem Minus von 0,7%. Ob die Argentinier auf Besserung hoffen können, hängt auch davon ab, ob ein neuer Staatschef sich mit den Geldgebern einigen wird.